Hallo, die neue Ausgabe der Fernstudium-Rundschau, die Juli-Ausgabe ist da und ich möchte euch auch in diesem Video einen Überblick über die News geben. Die Textfassung, die ihr auch hier im Bild seht, verlinke ich unten in der Infobox, ist aber auch über die Startseite von fernstudiuminfos.de zu finden. Ja, natürlich darf auch bei fernstudiuminfos.de die Fußball-EM im Moment nicht fehlen. Zum einen gibt es ein Tippspiel zur Europameisterschaft, das auch gut angenommen wird, und ansonsten ist es auch so, dass einige Anbieter die EM als Anlass nehmen für Sonderaktionen. So ist es zum Beispiel bei der Akkad so, dass dort ein Vollstipendium verlost wird, unter allen, die bis Ende Juli das kostenlose Infomaterial der Akkad anfordern. Auch bei der IOBH gibt es eine Sonderaktion, die läuft noch bis Sonntag zum 10. Juli, und zwar gibt es hier einen Rabatt von 1.111 Euro für alle, die sich eben bis zum 10. Juli in einen Bachelor- oder Master-Fernstudiengang neu einschreiben. Das Ganze gilt also nur für neue Fernstudierende. Ja, noch ein bisschen hin ist es, bis im November die diesjährigen Fernstudienpreise des Forum Distance E-Learning vergeben werden. Schon jetzt und noch bis Mitte August sind aber Bewerbungen für die verschiedenen Kategorien der Studienpreise möglich, wie zum Beispiel den Fernlerner oder Fernstudenten des Jahres. Die staatliche Zentralstelle für Fernunterricht, die ZFU, hat im März und April wieder zahlreiche Fernlehrgänge und Fernstudiengänge zugelassen, und über diese gebe ich in einem Video, das ich hier auch mit verlinke, einen Überblick. Bei fernstudiuminfos.de ist in den letzten Wochen intensiv diskutiert worden, und zwar ging es insbesondere um aktuelle Entwicklungen im Fernstudium. So zum Beispiel dazu, ob der Begriff Fernstudium noch zeitgemäß ist oder vielleicht ein bisschen angestaubt ist und durch andere Begriffe ersetzt werden könnte. Außerdem wurde auch eine Diskussion dazu angestoßen, ob die Modernisierungen, die zum Teil durchgeführt werden im Bereich des Fernstudiums, wirklich eine Weiterentwicklung sind oder nicht teilweise eher ein Rückschritt sind. Insbesondere auch, was die Anerkennung des Fernstudiums angeht. Ja, es gab wie gesagt auch viele weitere Diskussionsthemen, die hier in dem Newsletter alle verlinkt sind. Und zwar ging es darum, dass zum Teil das Weiterbildungsmarketing der Anbieter durchaus kritisch gesehen wird. Es wurde überlegt, ob sich Weiterbildung gerade bei privaten Anbietern auch finanziell lohnt, wie der perfekte Fernstudent aussieht und auch, ob FH-Absolventen vielleicht, was den Arbeitsmarkt angeht, die besseren Absolventen sind. Ferner ging es um die Möglichkeiten, mit einem abgeschlossenen Fernlehrgang zum psychologischen Berater bzw. Basiswissen in Psychologie beruflich irgendwo weiterzukommen. Anlass war hier ein Erfahrungsbericht von jemandem, der diese Kurse abgeschlossen hat und jetzt bitter enttäuscht ist, dass sich damit nicht die Möglichkeiten eröffnen, die eigentlich erwartet worden waren. Natürlich ging es auch bei fernstudiuminfos.de um den Brexit, hier speziell um die Auswirkungen auf die Weiterbildung und das Fernstudium, speziell was Studiengänge in Großbritannien angeht. Also wie kann denn der Titel künftig geführt werden, beziehungsweise der akademische Grad, und auch wie werden sich wohl wahrscheinlich die Studiengebühren weiterentwickeln, wo doch viele davon ausgehen, dass das noch deutlich teurer werden wird, als es ohnehin schon ist. Schon im letzten Newsletter hatte ich darauf hingewiesen, dass es etliche Blogbeiträge gab dazu, dass Fernstudierende darüber berichten, wie ihr Gewicht während des Fernstudiums in die Höhe geschossen ist. Und dazu gibt es jetzt auch einen intensiven Austausch mit Diättipps, mit Erfahrungen, wie man dem begegnet ist, um ja möglichst das auch gleich von vornherein zu verhindern oder dem zumindest begegnen und das Ganze irgendwo im Rahmen zu halten. Außerdem gab es auch einen Erfahrungsaustausch dazu, wie die Semesterferien im Fernstudium gestaltet werden können. Offizielle Semesterferien gibt es ja meistens nicht, sodass jeder aber individuell gucken kann, wann er für sich einfach mal sich eine kleinere oder auch etwas größere Auszeit vom Fernstudium nimmt, um auch da auf Dauer nicht auszubrennen. Ja, es ging um das Thema, wie gelernt werden kann, insbesondere wie mit den Texten umgegangen werden kann, ob also Zusammenfassungen besser sind, Karteikarten etc. Und dazu gibt es auch einen Artikel zum Thema Speedreading, der neu im Fernstudium-Wiki erschienen ist und wo es einige Buchrezensionen gibt und Quellen, wo man Informationen zu diesem Thema findet, um vielleicht schneller durch die Studienbriefe hindurchzukommen. Ja, es gibt einen Fernstudenten, der schon sehr lange bei fernstudiuminfos.de auch aktiv ist, seinen Bachelor an der Akkad abgeschlossen hat und nun kurz vor dem Abschluss seines Masters steht an der University of Liverpool,
und der dann als i-Tüpfelchen noch die Promotion draufsetzen möchte und da jetzt über seinen Weg schreibt, der schon sehr konkret geworden ist. Ja, und dann gibt es auch noch ein neues Video zu der Frage, ob es möglich ist, das Fernabitur in einem Jahr zu schaffen. Den Link dazu werde ich hier auch mit einsetzen. Außerdem gibt es wieder einige Berichte und auch Statistiken. Das Statistische Bundesamt, die Statis, hat darüber informiert, dass die deutschen Hochschulen im Jahr 2014 insgesamt mehr als 48 Milliarden Euro ausgegeben haben. Außerdem wurde der Bildungsbericht 2016 veröffentlicht. Der läuft unter der Überschrift Bildung in Deutschland 2016. Das Thema Fernstudium und auch insgesamt berufsbegleitende Weiterbildung wird ja eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ein paar Zahlen gibt es schon dazu. Mehr Zahlen, speziell zum Thema Fernstudium, wird sicherlich die Fernunterrichtsstatistik liefern. Diese wird in diesem Jahr erstmalig vom Bundesinstitut für Berufsbildung, dem BIP, erstellt und auch einer umfangreichen Revision unterzogen. Dazu gehört auch, dass es eine Umbenennung geben wird in Strukturdaten Distance Learning, Distance Education, in Klammern Fernunterrichtsstatistik. Erste Infos dazu hat Angela Vogelin vom BIP auf der Frühjahrstagung der AG Fernstudium bekannt gegeben, zu der es einen ausführlichen Bericht gibt bei fernstudiuminfos.de. Das Thema Fernunterrichtsstatistik war nur ein Teilbereich. Der Schwerpunkt lag dieses Jahr auf dem Thema Social Media, virales Marketing, Suchmaschinenmarketing, also so das ganze Thema Weiterbildungsmarketing. Ja, wie jeden Monat wurde auch für den Juni wieder ausgewertet, welche Anbieterforen bei fernstudiuminfos.de am beliebtesten waren. Und diese Top 10 gibt es auch als Video und verlinke ich euch hier mit dabei. Außerdem gibt es zahlreiche Anbieter, zu denen es News gibt, beziehungsweise zu denen Diskussionen stattgefunden haben. Die ACAT ist innerhalb Stuttgarts umgezogen, ist jetzt sehr zentral in der Nähe des Bahnhofs zu finden und bietet außerdem in ihrem BWL-Fernstudium 4 neue Schwerpunkte an. Es handelt sich dabei um Vertriebsmanagement, Dienstleistungsmanagement, Leadership sowie International Business. Im Forum zur Diploma FH Nordhessen gibt es einen intensiven Austausch zur Qualität des dortigen Fernstudiums und außerdem auch dazu, wann man für ein Fernstudium der sozialen Arbeit zu alt ist, beziehungsweise wieso das Durchschnittsalter der Studienanfänger ist. Der Studiengang dort ist ja noch ganz neu. Zur Fernuni Hagen gibt es ein Interview mit Bibi Julchen, die einen Blog und einen Videolog hat zu ihrem Fernstudiengang Bildungswissenschaft. Und im Interview mit fernstudiuminfos.de, das ich auch hiermit verlinke, auf Vorurteile eingeht, die es immer wieder zum Thema Fernuni Hagen speziell gibt. Außerdem ist ein Blog gestartet zum Fernstudiengang Wirtschaftswissenschaften an der Fernuni von Billy Fly, die sehr ausführlich da berichtet. In kurzer Zeit sind da schon mehr als 50 Beiträge erschienen. Ja, weitere News gibt es zur IUBH. Und zwar ist es so, dass die Fernstudentin Oldschool 1966, die auch schon bei mir im Interview war, jetzt fertig ist mit ihrem Fernstudium, in ihrem Bachelor in BWL und nochmal ein ganz ausführliches Resümee rückblickend zieht zu ihrer Zeit an der IUBH. Außerdem gab es auch mit einer Mitarbeiterin der IUBH, mit Jördis Rasch-Brückmann, ein Interview. Und zwar ging es hier um die Wodcast-Produktion für das Fernstudium. Es wird also dargestellt, was berücksichtigt wird bei den Wodcasts, wie da so der Prozess ist und auch welchen Nutzen diese Wodcasts für die Fernstudierenden bringen sollen. Neuigkeiten gibt es auch von der PFH, der privaten Fernhochschule in Göttingen. Und zwar gibt es hier eine Studie, die jetzt veröffentlicht worden ist, beziehungsweise deren Ergebnisse jetzt veröffentlicht worden sind. Und diese Studie befasst sich mit der Digitalisierung in Bildungsprozessen. Die SRH Fernhochschule Riedlingen hat vor einiger Zeit ihren Jahresbericht 2015 veröffentlicht. Der liefert einige Daten zu den Studierendenzahlen und auch weitere News zur Entwicklung an der Hochschule, wozu auch insbesondere Entwicklung gehört, was so die Digitalisierung angeht. Und gerade jetzt Anfang Juli hat als Lernmanagementsystem die Eigenentwicklung Mobile University das bisherige System First Class abgelöst. Und da gibt es bei fernstudiuminfos.de auch schon ein paar erste Erfahrungsberichte zu.
Am Fernstudienzentrum ZFUW der Uni Koblenz-Landau starten im Herbst 4 neue Fernstudiengänge, nee, 3 Sitz, die jetzt akkreditiert worden sind. Es handelt sich um die Studiengänge angewandte Umweltwissenschaften, Inklusion und Schule sowie Personal und Organisation, alle 3 Masterstudiengänge. Ja, das war der Überblick über die Fernstudium-News im Juli 2016. Wie gesagt, die Links zu den ganzen Detailartikeln sind in der Textfassung zu finden, die ich euch mit in der Infobox verlinke.